Hallo Dane. Ja. Wie viele Wände musst du denn heute einreißen? Eine noch und dann kannst du los und mit deinen Freunden spielen? Was ist los? Oh nein! Achtung! Troy, es gibt Schwierigkeiten. Danes Abrissbirne ist abgefallen und hat Frank umgekippt. Kannst du zurück zum Lagerhaus fahren und ein Fahrzeug holen, das uns helfen kann? Hey Teddy, Troy ist hier. Ich denke, er braucht deine Hilfe. Frank, das Feuerwehrauto ist mitten auf der Straße umgekippt. Gibt es ein Fahrzeug, das ihm helfen kann? Es gibt eins? Fantastisch. Ein Helikopter? Perfekt. Troy hat genau das richtige Fahrzeug dabei, um dir zu helfen. Du willst sehen, was es für eins ist? Dann laden wir mal die Teile aus. Hey, Helikopter! Wie ist dein Name? Hector? Schön, dich kennenzulernen. Kannst du uns dabei helfen, Frank das Feuerwehrauto wieder aufzustellen? Toll gemacht. Hey, warte mal. Wo willst du hin? Oh, ich verstehe. Toll gemacht, Leute. Bringen wir Hector jetzt zurück zum Lagerhaus? Tschüss, Troy. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Ein toller Tag für einen Ausflug, nicht wahr? Troy, Ben sieht ziemlich fertig aus. Lass uns rausfinden, warum. Was ist los, Ben? Ben kann also nicht sein Getreide selber ernten.
Gute Idee. Wir müssen zurück zum Lagerhaus von Car City und ein Fahrzeug finden, das ihm mit dem Getreide helfen kann. Warte, Ben. Wir sind gleich zurück mit Hilfe. Alles klar. Dann treffen wir mal unseren neuen Freund. Welches Fahrzeug kann Getreide ernten? Eine Dampfwalze? Ein Mähdrescher? Eine Planierraupe? Gute Idee! Ein Mähdrescher ist genau das, was Ben braucht, um das Getreide zu ernten. Ja, der Container ist auf dem Weg. Dann auf zum Bauernhof und den Mähdrescher zusammengesetzt. Okay, Troy, dann hauchen wir dem Mähdrescher mal Leben ein. Als erstes müssen wir die Teile abladen. Alles klar, fast fertig. Hallo, wie ist dein Name? Harvey? Mhm. Das ist ein toller Name. Mhm. Willkommen in Car City, Harvey. Harvey, wir haben eine wichtige Aufgabe für dich. Das ist der Bauernhof von unserem Freund Ben. Er braucht Hilfe bei der Ernte. Kannst du ihm helfen? Wow, Harvey, das ist fantastisch. Schau, wie schnell das geht. Hervorragende Arbeit. Jetzt muss das Getreide zur Scheune gebracht werden. Ben würde gerne das Getreide in die Stadt fahren. Dann lasst uns den Hänger mal voll machen. Das war großartig, Harvey. Vielen Dank für deine Hilfe heute. Tschüss, Troy. Bis zum nächsten Mal.
Troy, der Zug. Hi Troy, hast du Spaß? Wow, was für ein Sprung. Ach du liebe Güte, Troy. Schau mal, unser Freund Ben hat Schwierigkeiten. Können wir ihm helfen? Du hast recht, Troy. Wir brauchen ein Fahrzeug, das schwere Massen und Hölzer bewegen kann. Aber keines der Fahrzeuge in Car City kann das. Großartige Idee, Troy. Finden wir ein neues Fahrzeug, das uns helfen kann. Großartig. Dann wollen wir mal einen neuen Freund abholen. Schau dir diese Container an, Troy. In jedem ist ein anderes Fahrzeug. Welches kann uns helfen, das Holz zu bewegen, Troy? Bist du dir sicher, dass ein Krankenwagen das Feld freiräumen kann, Troy? Nein, du hast recht. Versuchen wir es mit einem anderen Container. Oh, du meinst, ein Bagger kann das? Dann nehmen wir ihn mal mit zum Bauernhof und finden es heraus. Aufgepasst, Troy. Hier kommt er schon. Dann wollen wir mal, Troy. Auf geht's. Hey, Ben. Schau. Troy ist gekommen, um dir zu helfen. Als erstes müssen wir die Einzelteile ausladen. Fehlt noch etwas, Troy? Aber natürlich, er braucht eine Schaufel. Wunderbar, er ist fast fertig. Hallo Bagger, schön dich kennenzulernen. Wie ist dein Name? Edgar? Willkommen in Car City, Edgar. Troy, Edgars Aufgabe ist es, schwere Massen und Steine zu bewegen. Edgar, Troy und ich haben eine Aufgabe für dich. Ben, der Bauer, braucht dich, um sein Feld freizuräumen. Glaubst du, du kannst ihm helfen? Benutze deine Schaufel, um die Dinge in deinem Weg aufzuheben. Großartig, Edgar. Jetzt sind es nur noch ein paar Hölzer.
Oh, eins ist noch da, Edgar. Kannst du es aus dem Weg räumen? Das sieht aber wirklich schwer aus, Edgar. Aber du schaffst es. Wow. Vielen Dank, Edgar. Jetzt kann Ben weiterarbeiten. Tschüss, Edgar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Gary. War ein langer Tag heute, nicht wahr? Nur noch eine Mülltonne und du bist fertig und kannst mit deinen Freunden spielen. Riechst du das auch? Was ist das? Das weißt du nicht? Ich hoffe, da war nichts in dem Mülleimer. Oh nein! Da kommt Rauch von deiner Ladefläche. Etwas in der Mülltonne muss Feuer gefangen haben. Hey, Troy, siehst du den Rauch? Gary hat eine Mülltonne entleert und der Müll ist in Brand geraten. Kannst du zurück zum Lagerhaus fahren und ein Fahrzeug holen, das helfen kann? Hey, Teddy. Troy ist unten und er braucht deine Hilfe. Es ist ein Notfall. Gary, das Müllauto ist in Brand geraten. Können wir ein Fahrzeug finden, das ihm helfen kann? Ein Feuerwehrauto? Aha. Perfekt. Schaut, wer da zur Hilfe kommt. Sollen wir erstmal die Teile ausladen? Hallo, Feuerwehrauto. Wie ist dein Name? Frank? Toll, dich kennenzulernen. Wir haben ein Problem. Müll auf Garys Ladefläche ist in Brand geraten. Kannst du das Feuer löschen? Mm.
Toll gemacht. Sollen wir überprüfen, ob das Feuer wirklich aus ist? Hervorragende Arbeit. Sollen wir Frank mit nach Hause nehmen? Vielen Dank für deine Hilfe, Kumpel. Das war die letzte Mülltonne, Gary. Jetzt kannst du mit deinen Freunden spielen. Tschüss, Troy. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Fröhliches Halloween. Mir gefällt dein Kostüm. Hallo, ihr Kleinen. Warum habt ihr denn keinen Spaß? Oh nein, im ganzen Ort gibt es keine Süßigkeiten mehr? Du hast recht, Troy. Wir müssen ganz schnell zum Lagerhaus und ein neues Fahrzeug holen, das Süßigkeiten hat und Halloween rettet. Keine Sorge, wir sind bald zurück. Alles klar, dann treffen wir mal unseren neuesten Freund. Welches Fahrzeug kann Halloween für die kleinen Autos retten? Ein Traktor? Ein Krankenwagen? Ein Süßigkeitenauto? Großartige Idee! Ein Süßigkeitenauto ist genau das, was wir brauchen. Hier kommt es auch schon. Dann mal schnell mit dem Süßigkeitenauto zurück zum Spielplatz. Als erstes müssen wir die Teile ausladen. Wow, fast fertig. Hallo Süßigkeitenauto. Wie ist dein Name? Carrie? Willkommen in Car City, Carrie. Carrie, wir haben eine wichtige Aufgabe für dich. Es ist Halloween und in Car City gibt es keine Süßigkeiten. Kannst du den kleinen Autos Süßigkeiten bringen? Großartig! Dann retten wir Halloween! Hallo, ihr Kleinen. Hier ist unsere neue Freundin, Carrie, das Süßigkeitenauto. Wollt ihr sehen, was sie kann? Das ist fantastisch, Carrie.
Hallo, wie geht's euch, Jungs? Carrie, die Erwachsenen sind traurig, weil sie Halloween verpasst haben. Wie wär's, wenn sie auch ein paar Süßigkeiten bekommen? Toll, das ist großartig. Jetzt haben wir jede Menge Süßigkeiten. Vielen Dank, Carrie. Fröhliches Halloween. Bis zum nächsten Mal. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Bist du gerade in Car City angekommen? Oh nein! Was ist denn mit dir passiert, Katie? Wow! Ein Stück von dem Gebäude ist auf dich gefallen? Das sieht wirklich nicht gut aus. Da sollte jemand was unternehmen. Könntest du ein neues Fahrzeug bauen, was da helfen kann, Troy? Großartig! Auf geht's, treffen wir einen neuen Freund. Hallo, Teddy. Ist ein Gebäude in der Stadt, das bald einstürzen wird. Und das ist nicht sicher für all die Autos in der Stadt. Hast du da eine Idee? Fantastisch. Dann fangen wir an. Welches sollen wir bauen? Bist du dir bei dem da sicher? Was ist mit dem hier? Großartig. Alles klar, Troy. Auf geht's. Als erstes müssen wir die Teile ausladen. Wunderbar, Troy. Das ist ein Abrisskran. Was ist los, Troy? Da fehlt noch etwas? Du hast recht. Er braucht auf jeden Fall eine Abrissbirne. Hier ist sie. Jetzt ist alles gut. Hallo, Abrisskran. Wie schön, dich kennenzulernen. Wie ist dein Name? Dane? Willkommen in Car City. Troy? Dane kann seine Abrissbirne benutzen, um Gebäude abzureißen. Dane, wir haben eine Aufgabe für dich. Würdest du uns helfen? Dann Beeilung, wir haben keine Zeit zu verlieren. Hey, Katie. Troy ist wieder da und er hat einen neuen Freund dabei. Begrüß Dane. Dane, dieses Gebäude fällt bald zusammen. Ein Stück davon hat Katie am Kopf getroffen und sie verletzt. Kannst du helfen? Großartig. Dann an die Arbeit. Okay, Dane. Dann leg mal los. Tritt zurück, Katie. Wow! Hervorragend, Dane. Noch ein paar Mal und du bist fertig. Ganz schön schlau, ihr zwei. Alles klar, das war's. Jetzt kann dieses Gebäude niemanden in Car City mehr verletzen.
Vielen Dank für deine Hilfe heute, Dane. Mhm. Tschüss, Troy. Oh. Tschüss, Freunde. Bitte. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Sieht so aus, als hättest du Spaß heute. Oh nein, Troy. Susie ist in Schwierigkeiten. Sie braucht sofort Hilfe oder sie wird ins Wasser fallen. Kannst du Susie helfen? Du hast recht, Troy. Wir müssen zurück nach Car City und ein Fahrzeug holen, das uns helfen kann. Keine Sorge, Susie. Wir werden dir Hilfe holen. Schnell, Troy. Lass uns ein Fahrzeug bauen, das Susie retten kann. Schau dir diese Container an, Troy. In ihnen sind Teile, um ein neues Fahrzeug zu bauen. Welches Fahrzeug kann Susie tragen? Ein Kran? Ein Feuerwehrauto? Ein Helikopter? Großartige Idee! Ein Helikopter wird Susie tragen können. Der Container ist unterwegs zu dir, Troy. Lass uns zurückfahren und Susie retten. Alles klar, Troy. Lass uns alles schnell zusammensetzen. Als erstes müssen wir die Einzelteile ausladen. Das ist fantastisch. Hallo Helikopter. Schön, dass du da bist. Wie ist dein Name? Hector. Willkommen in Car City, Hector. Troy, Hector benutzt seine Rotorenblätter, um zu fliegen und kann auch Dinge tragen. Hector, wir haben eine wichtige Aufgabe für dich. Hier ist ein Auto in Schwierigkeiten und wir brauchen dich, um es in Sicherheit zu bringen. Kannst du uns helfen? Keine Sorge, Susie. Unser neuer Freund Hector kann fliegen. Er wird dich retten. Alles klar, Hector. Kannst du Susie anheben und sie zurück zur Straße tragen? Wow, Hector, das ist fantastisch. Oh-oh. Es sieht so aus, als hätte Susie einen Platten. Wir müssen sie zu Toms Werkstatt bringen, um sie zu reparieren. Wir sehen uns bei der Werkstatt. Hallo Tom, das ist unser neuer Freund Hector. Er hat gerade Susie gerettet, fast wäre sie in den See gefallen. Aber sie hat einen Platten.
Kannst du ihr helfen? Danke, Tom. Danke für deine Hilfe, Hector. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Troy, der Zug. Es ist so ein schöner Tag, nicht wahr, Troy? Ach du liebe Güte. Katie sieht aber nicht gut aus, nicht wahr? Kann einer von euch Katie zum Krankenhaus bringen? Sie braucht Hilfe. Du hast recht, Troy. Wir sollten zum Lagerhaus von Car City fahren und ein neues Fahrzeug holen, das uns helfen kann. Keine Sorge, Katie. Wir sind gleich zurück. Also dann, lernen wir einen neuen Freund kennen. Schau dir diese Container an, Troy. In jedem sind Teile von einem neuen Fahrzeug. Welches Fahrzeug könnte Katie Hilfe bringen? Ein Bagger? Ein Polizeiauto? Ein Krankenwagen? Gute Idee. Ein Krankenwagen ist es, was Katie jetzt braucht. Jetzt sind wir fast fertig, Troy. Jetzt schnell zurück zu Katie und den Krankenwagen aufgebaut. Okay, Troy, wir sollten schnell sein. Als erstes müssen wir die Einzelteile ausladen. Wow, der Krankenwagen ist schon fast fertig. Hallo Krankenwagen, willkommen in Car City. Wie ist dein Name? Amber? Schön, dich kennenzulernen, Amber. Troy, Amber hat eine Sirene, damit die anderen Fahrzeuge wissen, dass sie Platz machen müssen, damit sie helfen können. Amber, wir haben eine wichtige Aufgabe für dich. Das ist unsere Freundin Katie. Sie ist krank und sie braucht Hilfe. Kannst du sie zum Krankenhaus bringen? Das hast du toll gemacht, Amber. Vergiss nicht deine Sirene und dein Warnlicht, Amber. Wow, das war fantastisch, Amber. Mhm.
Du bist wirklich schnell, Amber. Tolle Arbeit. Gute Besserung, Katie. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Oh nein, Troy. Hector sagt, dass Frank das Feuerwehrauto krank ist. Amber, kannst du ihm helfen? Er steht an der Feuerwache. Vielen, vielen Dank, Amber. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Troy, der Zug. Hallo, Troy. Schön zu sehen, dass es dir gut geht. Oh, oh. Es sieht so aus, als hätte es hier einen schweren Unfall gegeben. Tom, kannst du diese Autos in deine Werkstatt bringen? Sie müssen repariert werden. Du hast recht, Troy. Ein Abschleppwagen kann einen Wagen abschleppen, aber hier sind vier. Lass uns zur Lagerhalle in Car City fahren und einen Freund holen, der uns helfen kann. Bewahrt die Ruhe alle zusammen. Wir sind bald mit Hilfe zurück. Alles klar, dann treffen wir mal einen brandneuen Freund. Welches Fahrzeug kann all diese Autos bewegen? Ein Traktor? Ein Autotransporter? Ein Abschleppwagen? Das ist perfekt. Ein Autotransporter ist genau das, was wir jetzt brauchen. Er ist auf dem Weg. Lass uns schnell zurück zum Unfall und den Autotransporter aufbauen. Wie schnell kannst du ihn bauen, Troy? Als erstes müssen wir die Einzelteile ausladen. Oh Junge, fast fertig. Hallo Autotransporter. Willkommen in Car City. Wie ist dein Name? Charlotte? Wir freuen uns, dass du da bist. Troy, Charlottes Transportfläche hat zwei Ebenen, um viele Autos auf einmal zu transportieren. Charlotte, wir haben einen Notfall. All diese Autos hatten einen Unfall und müssen repariert werden. Kannst du sie zur Werkstatt bringen? Okay, alle zusammen. Fahrt auf Charlottes Ladefläche. Sie fährt euch in die Werkstatt. Alles klar. Oben ist voll. Nun müsst ihr auf den unteren Teil fahren. Ach du liebe Güte, Troy. Wir brauchen noch ein Fahrzeug, das dieses Auto auf Charlottes Ladefläche bringt. Es ist zu schwer beschädigt, um selbst zu fahren. Tom, kannst du helfen? Genau so. Gut gemacht. Großartige Arbeit. Jetzt können wir alle zur Werkstatt bringen, um sie zu reparieren.
Matt, kannst du dein Warnlicht und Sirene anmachen? Diese Autos müssen aus dem Weg fahren. Fantastisch. Danke, Matt. Okay, da sind wir auch schon. Tom wird euch alle reparieren können. Zeit zum Abladen. Gute Besserung alle zusammen. Und vielen Dank nochmal, Charlotte und Matt. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns.